Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem Eurocity 171 nach Prag auf unserer Fahrt zwischen Riesa und Dresden. Wir stehen hier gerade in Riesa, lassen schon unsere Fahrgäste auf der falschen Seite einsteigen. Ups, das war mein Fehler. Tür zu. Andere Seite auf. Genau, und sind im Eurocity unterwegs. Alles weitere dazu gleich. Oh, jetzt hör auf, mich hier zu nerven. Oh, da kommt ein Zug vorbei. Sehr schön. So, wir stehen mal einmal ganz kurz auf. Wählen mal die Spitzensignale und Schlusslichter aus. Bremsstellung, Bremsart können wir nicht verändern. Türsteuerung DB ist vermutlich auch nicht ganz richtig, aber ja, wobei doch, wir haben ja tatsächlich DB-Wagenmaterial dran. Okay, so, LZB ist an. SIFA machen wir uns auch noch an. Einmal nach hinten in den Führerstand, Sonnenblenden runter. Ich habe letztens dafür Lob bekommen, dass das ja gut und realistisch von mir war, dass ich das gemacht habe. Also mache ich das nochmal. Danke an dieser Stelle für das Feedback. Einmal wieder zurück. Maschinenraumbeleuchtung aus. So, Türen schließen. Rechte Türen schließen. So, Türen sind geschlossen. Super, dann machen wir noch die Zuglichter ein für unsere Fahrgäste. Das hier einmal auf 0. Signallichter passen. Lichter an, Leselichter, nee. Weg damit. Okay, dann die AFB machen wir uns gleich an, lösen die Bremsen und fahren ab. Okay, wir dürfen 60 fahren, also befreien wir uns. Zug B1. Die PZB ist gar nicht an. Ha, ha, ha. Das war jetzt natürlich. Ja, und damit ist der komplette Realismus über Bord geworfen. Ab hier dürfen wir 120 fahren. Kann mal den Roadrunner aktivieren. Nehmen mal die Leistung raus. AFB Hebel einmal komplett durch und dann aktivieren wir mal die AFB. 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 So, den aber runter. Okay, dann AFB runter auf die, was waren es, 120, ne? Genau, und Leistung auf. Flugbeeinflussung. Ja, also witzig ist, dass wir laut Anzeige hier rechts nach wie vor in Doppeltraktion fahren. Was offensichtlich nicht der Fall ist, auch nicht im Sandwich-Betrieb. Aber das müsste heißen, dass der Hauptschalter aus ist, was ja auch Quatsch ist. Ja, also zum Szenario. Ich lese einmal den Beschreibungstext des Szenarios vor. Guten Morgen, du fährst den CD Eurocity bzw. CD, ich glaube das wird C ausgesprochen, 171 von Berlin nach Prag zwischen Riesa und Dresden. Aufgrund einer Streckenstörung wird unser Zug über Leipzig und Riesa umgeleitet.
Unterwegs bist du mit einer von MRCE geleasten 182 und dem CD Eurocity-Wagen. Wir sind nicht in einer von MRCE geleasten 182 unterwegs, sondern in einer 182 von der tschechischen Staatsbahn selbst. Deswegen darin der Text, den ich gerade vorgelesen habe, ist schon etwas älter als dieses Repaint hier. Aber dazu gleich noch was. Also Abfahrt war um 8.31 Uhr in Riesa. Wir sind, glaube ich, ganz leicht verspätet abgefahren. Ankunft in Neustadt ist dann um 8.59 Uhr und in Dresden Hauptbahnhof um 9.05 Uhr. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Also, das Szenario ist in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso auch das Repaint der Personenwagen und das Repaint der Lok. Während uns der Kollege im Talent 2 entgegenkommt. Das Repaint der Lok gucken wir uns jetzt gleich mal an und auch die Wagen gucken wir uns alle mal gleich in Ruhe an, sobald wir hier ein bisschen mal Fahrt aufgenommen haben. Ja, ich glaube, da kommt jetzt nichts, was wir in nächster Zeit bestätigen müssen. Also gucken wir uns mal in Ruhe erstmal die Lok an. Ich halte jetzt mal meinen Schnabel, da hört man mich sowieso nicht, wenn wir draußen sind, das ist viel zu laut. Also wir sehen, es ist auf jeden Fall auch auf Tschechien hier zugelassen. Hier von der Taurus-Familie. Ein kurzer Güterzug. Okay, gucken wir uns mal die Wagen an. Zweite Klasse. Hier die erste Klasse. Zu erkennen an diesen gelben Streifen. So, zurück in die Lok. Hier ist es viel, viel ruhiger und angenehmer. Ja, also die Personenwagen sind wirklich super detailliert gemacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Da hat der Repainter richtig super tolle Arbeit geleistet. Bei der 182 hier ist es so, die ist ein bisschen fiktiv, muss man dazu sagen. Aufgrund der Tatsache, dass die tschechische Staatsbahn selbst... Ja, Spiel. Eieieiei, was war denn das? Also ich dachte, der TSW ist weg. Aber irgendwie scheint der performance-technisch ein bisschen zu leiden unter dem Szenario. Hier ist aber auch, glaube ich, super viel verbaut. Und ihr wisst ja, ich habe ja eher dann die höheren Grafikeinstellungen und dafür die etwas niedrigeren FPS. Habe ich gar kein Problem mit. Aber das wird gleich in Dresden ein
Großraum Dresden doch eher eine Zitterpartie. Ich glaube, ich gehe mal doch mit irgendwelchen Einstellungen etwas runter, während uns hier die 612 entgegenkommt. Ich gehe mal ganz kurz ins Menü und schau mal, ob ich irgendwas doch vielleicht an den Einstellungen minimal runterschraube. Zum Beispiel, gehen wir hier zum Bildschirm. Ne, das nicht, sondern hier bei den erweiterten Einstellungen. Gehen wir mal auf, ja, Qualität der Texturen will ich eigentlich machen, weil Mittel anlegen. Wo ich mir nur merken, dass ich das wieder beim nächsten Mal zurücknehme. Ja, jetzt ist es ein bisschen besser, glaube ich, mit der FPS. Weiß auch da immer mal wieder, ab hier gelten 130. So, AFP hoch. Ja, doch, von der FPS her ist das jetzt ein bisschen besser. Okay, also, wo war ich? Ich war bei der 182 hier im Gewand der tschechischen Staatsbahn. Gucken wir uns mal kurz an. Und die tschechischen Staatsbahn, Czesk Drahi, wird es glaube ich ausgesprochen, vermutlich habe ich es gerade komplett falsch ausgesprochen. Die haben zwar auch Taurus-Lokomotiven, allerdings sind das Loks der Baureihe 1216, ÖBB 1216. Wir allerdings haben hier im TSW nun die Baureihe 182, was der ÖBB 1016 entspricht. Daher ist dieses Repaint eben so ein bisschen fiktiv, weil die ÖBB 1016 bzw. die Baureihe 182 gibt es halt nicht in diesem Gewand. Aber es gibt halt eben die Taurus 3 Maschinen, die eben in diesem Gewand rumfahren und dementsprechend ist das halt eben teilfiktiv, bisschen fiktional, aber dennoch ganz nice, finde ich. Nice, das führt mich gerade zu etwas anderem. Da hat zu dem Video, welches war das? War es, glaube ich, das mit dem Flix-Train? Ich glaube schon. Da hat einer als Kommentar geschrieben, dass es doch, dass er das mit diesen englischen Begriffen noch gar nicht abhaben könnte. Und spätestens bei diesem Nice hat er dann abgeschaltet. Man könnte ja auch nett sagen oder irgendwie sowas. Oder schön. Wo ich mir denke, was ist das denn für ein Nonsens, bitte? Also, am Begriff nice sehe ich jetzt. Also, ich rechtfertige mich da gar nicht. Ich sehe keine Begründung, mich zu rechtfertigen. Ich möchte einfach nur ein bisschen auf dieses Thema mal eingehen. Thema Anglizismen in der Sprache. Also, ob ich jetzt den Begriff nice verwende oder nett, ist erstens Jacke wie Hose. Und zweitens, also der semantische Unterschied zwischen nice und nett ist halt nicht groß. Es ist halt nahezu identisch. Machen wir uns mal ganz kurz die Fahrplanleuchte an. Nee. Ich hätte gerne das hier aus. Oh, wieder 160 fahren. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also erstens, der Bedeutungsunterschied zwischen nice und nett ist halt in keinster Form wirklich gegeben. Denn die Bedeutung ist ziemlich deckend. Zweitens fand ich es sprachlich sehr interessant formuliert, dass er halt gesagt hat, spätestens da hätte er dann abgeschaltet. Also im Sinne von, ich habe bis zu dem Zeitpunkt schon sowieso so viel Quatsch erzählt. Und das war dann im Grunde genommen der
Eisberg, der die Titanic zum Sinken brachte, der das Sahnehäubchen, das Tüpfelchen auf dem I, die Kirsche auf dem Eisbecher. Okay, mir fallen keine weiteren schlechten Metaphern mehr ein. Ja, wo ich mir denke, ja cool, danke für dieses total dämliche Feedback, dass ihr mal absolut gar nicht konstruktiv war, null zielführend und in keinster Form irgendwem geholfen hat, außer dieser einen Person, die sich dann frustriert über Anglizismen ablassen kann, weil es ja sonst nichts Schlimmes gibt im Leben. Wenn man halt sonst viel Langeweile hat, ne, dann macht man sowas eben. Oh, 120er Ankündigung. Nehmen wir mal die E-Bremse. Ich hoffe, es kommt kein GPA. Oh, ich glaube, das ist ein... Nee. Doch. Doch. Ja. Zwangsbremse. Ist das Karma? Habe ich das jetzt verdient, weil ich über diesen einen Typen in den Kommentaren gelästert habe? Ah, mir egal. Zwangsbremse. Ich mag die Stimme dieser Frau hier. Zwangsbremsung. Wer hört das nicht gerne? Zwangsbremsung. Ja, so. Nimm das. Nimm die Zugbeeinflussung. Lösen sich sehr gut. Oh, hallo. Als Sandwich. Noch leider hier echt nichts ändern an diesem Display. Schade, dass ich da irgendwie diese zweite Lok hier rausbekomme, war absolut nicht möglich. Ja, schön, was mit TSW mittlerweile so möglich ist, ne? Wenn man mal überlegt, dass wir jetzt gerade einfach mal komplett einen tschechischen Intercity fahren. Ein Eurocity fahren? Okay, gut, das Interieur der 182, das Interieur der Intercity-Wagen ist natürlich nicht das Akkurate und die Lok ist halt auch nicht so 100% korrekt, aber wenn man sich das jetzt mal so von außen anguckt. Dann würde man doch unzweifelhaft sagen, das ist ein Eurocity, ein tschechischer Eurocity. Und wir fahren hier gerade in Ostdeutschland auf einer Strecke, die nicht weit weg ist von Tschechien. Und das ist eigentlich ganz krass, was so mittlerweile möglich ist im TSW, trotz der begrenzten Anzahl an Fahrzeugen und Strecken, die wir haben im Vergleich zum Train Simulator, dass es halt all diese Repaints gibt, die von der Community auskommen und auch noch die entsprechenden begabten Szenario- BauerInnen gibt, die das auch super können und machen. Und da gibt es ja noch eine ganz aktive Modding-Community. Hier zum Beispiel der Himmel, den wir gerade sehen, ist ja auch ein gemoddeter Himmel. Da wurde die Skybox so ein bisschen verändert, das Wolkensystem. Es gibt ja diesen inoffiziellen Editor, der zwar aktuell noch sehr begrenzt ist in seinem Funktionsumfang,
Allerdings ist er auf einem ganz guten Weg. Es gibt ja diese ganzen Mods von Nighthawk mit den Strecken-Upgrades oder Updates, Upgrades, je nachdem, ne, wo dann viele Texturen ausgetauscht werden, wo dann beispielsweise die Streckenpläne an den Bahnhöfen akkurat aussehen und nicht nur diese ganz generischen Pläne von DTG sind. Es gibt, ja, was ändert die Mod noch? Die Mod ändert sehr, sehr viele Texturen im Spiel insgesamt. Zum Beispiel von den Bussen, die hier rumfahren, das sind dann die Busse eines Unternehmens, das auch hier in dem Großraum tätig ist in der Regel. Auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist es dann beispielsweise die DVG, die Duisburger Verkehrsgesellschaft, und die Busse sind dann alle in der Lackierung. Passt natürlich dann nicht ganz auf Essen dann mehr oder auf Bochum, aber ja, Bus muss, was soll's. Und das ist halt eine wahnsinnige Sache, wie viel Entwicklung es da doch gibt, trotz des extremst begrenzten Funktionsumfangs des Endverbrauchers im Vergleich zum Train Simulator. Der Train Simulator, der ja den Editor hat, wo Leute, wenn sie die Lust und die Zeit und auch so ein bisschen das Know-how haben, können die sich dann selbst eine Strecke tatsächlich bauen. Können sich Züge bauen. Und das können wir nicht. Was wir machen können, ist mit ein paar Tricksereien irgendwelche gewissen Kompositionen erstellen, Repaints erstellen. That's it. Und trotzdem gibt es die ersten Leute, die tatsächlich in der Lage sind, eine eigene Strecke zu bauen. Gibt es ja diese Strecke, die von den Moddern gebaut wird, die den inoffiziellen Editor auch rausgebracht haben. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz kurze Strecke, 3-4 Kilometer oder so, die irgendwo in England gesettet ist. Da gab es mal vor ein paar Monaten Screenshots, die dazu veröffentlicht worden sind. Ob die Strecke wirklich jemals veröffentlicht wird, keine Ahnung, vielleicht, das wäre natürlich eine krasse Sache. Was halt dann ins Spiel kommt, sind diese Abhängigkeiten. Das kennt man ja dann wiederum aus dem Train Simulator, dass man für eine Freeware-Strecke, Freeware ist nicht gleich Freeware, wenn man die dann haben möchte, braucht man, weiß ich nicht, 3-4 Payware-Strecken, weil sich diese Freeware-Strecke praktisch aus Elementen dieser Payware-Strecken zusammensetzt. Also sowas wie die Gleise kommen dann von irgendeiner Strecke, irgendwelche 3D-Modelle kommen von einer anderen Strecke, dann gibt es jede Menge reine Freeware-Assets, die man sich dann auch runterladen muss, oder Texturen, die es dann überall verteilt im Internet gibt. Und das ist natürlich eine sehr, ja, einerseits eine sehr vorteilhafte Sache, weil es eben diese so extremst ausgebreitete Content-Darstellung und Darbietung gibt für den Train Simulator. Oh, ich habe gar nicht auf das Signal geguckt, was stand denn da? 130? Ja, also einerseits gibt es halt diese extremst gute Fülle an Content. Zwangsbremsung. Was war denn jetzt? Zwangsbremsung. Hä? Oh, wieder ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Zwangsbremsung. Also das ist nicht meine beste Performance, die ich bisher im Video gezeigt habe. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung. Was? Zwangsbremsung. Was denn noch? Zugbeeinflussung. Ich habe nur angehalten, um Screenshots aufzunehmen. Sehr schön, oder? Was stand noch gleich, wann wir in Neustadt sein sollen? Moment, wo ist mein Tablet, wo es draufsteht? Um 59. Wir haben jetzt 56. Ich würde sagen, wir haben wohl 2-3 Minuten Verspätung. Kommt das hin? Vielleicht. Ich gehe mal davon aus, bei zwei Zwangsbremsungen und einer verspäteten Abfahrt. Ah. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Auch schön hier so die Landschaftsgestaltung da hinten noch so mit Erde und alles. Das ist schon ganz hübsch. So, ab hier dann die 160. Wir können direkt mit der AfB hochgehen auf die 160. Ja, ab jetzt wird es sehr ruckelig. Wir sind jetzt nämlich im Speckgürtel Dresdens und da es ja schon zu Beginn der Fahrt ein bisschen ruckelig war, vermutlich weil einfach so viel Rollmaterial hier eingesetzt ist, wird es im Großraum Dresden natürlich in keinster Form besser werden, weil hier wohl die meisten der Züge unterwegs sein werden. Und zusätzlich ja auch noch sehr viele Assets und Texturen und so weiter und so fort hier in Dresden verbaut sind. Ja, allein der große Bahnhof hier in Neustadt sowie der Hauptbahnhof, das sind ja auch schon zwei riesige Gebäude. Die müssen ja auch alle erstmal geladen werden, also von daher wird es jetzt ein bisschen ruckeliger als sonst. Nur wenigstens hoffentlich nicht so ruckelig, dass es als Zwangsbremsung bezeichnet werden müsste. Cool wäre es auf dieser Strecke mit einem Dampflok unterwegs zu sein. Das wird, glaube ich, richtig Spaß machen. Einmal von Riesa nach Dresden oder auf einem Teilabschnitt der Strecke. Das wäre schon ganz cool. Also wir sehen hier, kommen uns auch echt viele Züge entgegen. Jetzt hier schon der nächste RE, der wartet auf sein Signal, hier mit der 112. Wir haben weiterhin grün.
Das da vorne sieht aus wie ein ICE. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Hallo. Baureihe 403, 406 war das. Und der nächste RE und wir haben ein N. Wofür wohl das steht? N. Nebengleis. Nö. Na, keine Ahnung. So, die Ankündigung auf 80. Sucht B1. Gucken wir, dass wir diesmal keine Zwangsmeldung bekommen. Also Luftdruck und E-Bremse voll rein. Okay, Zwangsbremsung ist abgewendet. Ein bisschen unnötig stark abgebremst, aber besser so als noch unnötig stärker abzubremsen. Nicht vergessen, wir müssen gleich noch in Neustadt halten, auch wenn uns der Halt nicht angezeigt wird. Und der nächste RE. Und hier vorne ist Dresden Neustadt. Den Roadrunner habe ich eigentlich nicht gebraucht, aber okay. So, 60 Bahnsteig anfangen. Der Bahnsteig ist sehr lang. Ich sage das immer, sonst schieße ich total übers Ziel hinaus, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, an welcher Harttafel wir halten sollten. Ich halte mal hier an der. Wobei. Ja, doch. Okay, dann einmal die Türen nach links drehen und öffnen. Ja, wir müssen die nach links drehen, damit die Türen rechts öffnen. Das ist halt bei der Kombination hier vom Taurus und den Intercity-Wagen im Simulator so, dass man da dann im Grunde die Türsteuerung verkehrt herum benutzen muss. Okay, also hier unser Railjet, alle Passagiere noch da. Fahren nach Dresden, unser nächster Halt. Fahrräder sind hier auch erlaubt. So, hier vorne 612er Doppeltraktion. Das passt doch, ne? Dresden und ein tschechischer Eurocity. Das ist eine gute Kombination, eine sehr realistische Kombination. Okay. Wie viel Verspätung haben wir? Ja, 3, 4 Minuten. Gut, dann schließen wir die Türen. Gucken, ob das klappt. Ja, ich glaube, das hat geklappt sogar.
Tatsache. Türen sind zu. Okay, dann positionieren wir uns mal irgendwo. Ich würde sagen, ah, wie wär's hier oben bei dem, was sagt das Signal? Okay, wie wär's hier oben bei dem Stellwerk? Hier Stellwerksposition von Dresden Neustadt. Dann warten wir mal ganz gemütlich, bis er hier an uns vorbeikommt. Hat sich schon in Gang gesetzt. PZB scheint nicht weiter aufmerksam zu benötigen, dann ist hier alles gut. Ja, das ist der FPS-mäßig schlimmste Streckenteil. Hier wird es ganz schlimm. Aber die schöne Aussicht. Mal links rüber. Dürfen wir wohl mit 80, dann ist ja alles gut. Und hier rechts Hector Rail 185 mit tschechischen Knick-Kesselwagen. Passt ja super. So, Ankündigung auf 60. Bestätigen. Zugbeeinflussung. Wir sind schon unter den 85, das ist schon mal ganz gut. Da kann uns schon mal nichts passieren. Und der nächste Güterzug 185. Gemischter Güterzug. Kesselwagen. Autotransportwagen. Gedeckter Güterwagen. Alles mal mit dabei, was der TSW aktuell überhaupt zu bieten hat an Güterwagen, was einfach nicht viel ist, traurigerweise. Zugbeeinflussung. Ich glaube, wir hätten uns da jetzt nicht befreien sollen. So, und das bestätigen wir auch. Zugbeeinflussung. Und sind jetzt gleich in Dresden Hauptbahnhof. Da baut er sich vor uns schon mal auf. Links ein Regionalexpress. Gut, wer auch immer es bis hierhin ausgehalten hat, dem wünsche ich auch weiterhin viel Spaß bei jeglichen anderen Aktivitäten hier auf YouTube oder anderswo. Ich hoffe, ihr hattet allerdings auch Spaß mit diesem Video. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß auf dieser Fahrt hier. Eine sehr, sehr coole Fahrt und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn ich mal wieder einen Führerstand unsicher mache, und ihr könnt euch da sicher sein, das könnte schon sehr, sehr bald der Fall sein. Zugbeeinflussung.
Wir rücken bis ganz nach vorne vor. Ah, ich glaube, wir können jetzt hier halten. Oh, leichte Verspätung von fast 10 Minuten. Das ist okay. Gut. Mit diesem sehr schönen Bild verabschiede ich mich. Der Kollege übernimmt jetzt und fährt nach Prag weiter. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.